So, hi, wir waren wieder einkaufen und als erstes haben wir hier K-Klassik Kauflandwasser. Schmeckt sehr gut. Haben ich steht die Tür mal auf. Wenn wir raus und reinlaufen gerade, wir machen die natürlich gleich zu. Jetzt ist es zu. Wir waren heute bei Kaufland ausgegeben, haben wir 56 Euro, also wir hatten 11 Euro Pfand, weil die Kinder ganz, ganz viel trinken hier. Und ja, dann hat sie es reduziert auf diese 56 Euro und das reicht. Ja, wir wollten ja jetzt nochmal Tiefkühler aufbrauchen und Vorratsschrank so ein bisschen, deswegen haben wir nicht so viel gebraucht, aber super Schnäppchen, die Kaufland uns unbedingt aufdrücken möchte, nehmen wir natürlich gerne mit. Und ja, Ozark, wenn der Wagen leer ist, dann neigen wir auch dazu, immer die teureren Sachen dann einzupacken, weil wir ja immer denken so, oh ja, wir brauchen ja nicht so viel, dann können wir auch die teuren Sachen einpacken. Und ja, deswegen ist es, also es ist eine ganze Kaufland-Tüte voll, ist okay für den Preis, eine ganze Tüte voll für 60 Euro ist okay, aber manche Sachen, ne, sind Luxusprobleme. Das wie zeig noch mal rein hier, bitte. Die Soba-Nudeln, die mag Ozark sehr gerne. Wir haben ja letzte Woche für 45 Euro Dame-Rahmen geholt. Genau, und falls ihr mir eine Freude machen wollt, Packstation ist unten in der Infobox verlegt, schickt mir diese Nudeln, ich esse die und pack die aus vor der Kamera. Das schmeckt gut, ja. Deswegen, für 89 Cent pro Stück musste das auch noch mit. Und dann, wir hatten nur noch einen Burger, den habe ich inzwischen eingefroren, nicht, dass der austrocknet oder so. Dann kann man den nämlich super auftoasten und ist perfekt. Habe ich gedacht, so im Notfall, vielleicht will ich auch nochmal einen Burger abends essen, ne, brauchen wir das auf jeden Fall. Dann war der Hummus wieder im Angebot und das ist wohl der leckerste Hummus überhaupt. Und den der Gilbert, ne, ja. Das ist jetzt Gilberts Hummus. Nee, wir sollen ihn immer Igibert nennen, hat er gesagt. Ach so, hast du mir noch nicht gesagt. Nee, das hat er mir jetzt letztens gesagt. Wir sollen ihn immer Igibert nennen. Also merkt euch, es ist der Igibert, ja? Genau, alle zurück Igibert jetzt. Der war jetzt für 1,49 im Angebot statt 2,19. Die hatten einen komischen Preis, 2,37. 2,37? 2,49, so. Genau, das ist der ganze Hummus für den Igibert. Und der darf sich jetzt jede Woche zwei rausnehmen, mitnehmen nach Hause zu sich und dort essen. Richtig, ja. Kommt die Tür auf, ja, passt. Ist haltbar bis 20.10. Und ich hätte noch mehr gekauft, war auch noch im Regal. Aber irgendwo muss man ja auch, also irgendwo kennen wir ja auch Grenzen, ne? Hirtenkäse Light, den wollte ich einfach haben, weil wir den gerne essen ab und an. Und dann in der Reste-Ecke sind wir richtig fündig geworden, in der Mopro-Reste-Ecke. Hier habe ich einen Burrata für 2,09 Euro statt 2,99 Euro. 125 Gramm ist jetzt kein großer Stück. Die Eigenmarke ist günstiger, aber die gab es auch nicht und ja, sehr lecker. Dann hat Gilbert gesagt, dass er gerne Röstzwiebeln mag. Und dann habe ich gesagt, naja, dann kaufen wir ihm die doch. Das passt ja auch perfekt auf die Burger drauf, die er gerne isst. Und wir haben entdeckt knusprige Röstzwiebeln mit Schinkengeschmack. Von der Kaufland eigentlich? Und deswegen habe ich die gekauft mit Schinkengeschmack. Hörte sich auf jeden Fall gut an. Und eine Avocado für 1,49. Ja, die werden halt auch nicht mehr günstiger. Oh, das ist meine Frage. Eier, Freilandhaltung waren im Angebot. Günstiger als Bodenhaltung und zwar um 15 Cent. Ja, die Packung. Und da haben wir gleich drei gekauft. Wir hatten eins, glaube ich, haben wir noch da. Und deswegen brauchten wir auf jeden Fall Nachschub. Dann Portionsscheiben haben wir ausgegeben, 2,03 Euro und zwei Schinkenbeißer für 2,13 Euro. Davon möchte ich gleich eine essen, bitte. Ja, hier sind die Schinkenbeißer drin. Das ist die leckerste Dauerwurst, so Schinkenwurst. Ohne Kümmel. Ohne Kümmel. Das schmeckt nicht bitter, das kann man einfach wegsnacken. Schmeckt immer geil. Finde ich extrem lustig und schmeckt auch sehr, sehr lecker. Ja, ja, und Portionsscheiben waren wir auch ganz, haben wir richtig gut zugeschlagen. Ganz viel Kochschinken und auch Rohschinkenstücke. Und wir haben hier auch ein bisschen Geflügel-Mortadella und ein Stück italienische Mortadella war auch dabei. 400 Gramm für 2,03 Euro. Und das reicht halt locker für eine Woche. Ne? Den Rest frieren wir ein, aber Portionsecken sind halt genauso gut wie Scheiben. Es sind halt nur Ecken und billiger. Deswegen kaufen wir, wenn es da ist, die auch gerne. Ja, dann mal die Leitcreme. Also Ozark wollte auf jeden Fall neuen Käse haben. Ja, wir hatten letzte Woche zwei große Stücken vom Angebotskäse geholt. Und den haben wir auch verbraucht, das eine. Komplett, ich glaube, den Butterkäse haben wir gebraucht, um eh da war so ein bisschen was übrig. Ja, und dann haben wir die Leitcreme. Die Leitcreme ist die Sorte mit dem höheren Fettgehalt. Deswegen ist er auch am leckersten. Der Charakter, der ist oft nicht mit in der Werbung dabei. Der ist noch kräftiger.
Und der ist im cremigsten im Geschmack. 400 Gramm für 3,62. Noch 88 Cent pro 100 Gramm. 89 Gramm. Einmal Zucker. Ja, das war jetzt komplett alle. So viel Zucker verbrauche ich wirklich gar nicht. Also Zucker seht ihr echt sehr selten bei uns. Ich kaufe ansonsten auch gerne Rohrzucker, ne? Auch für die Abwechslung, sage ich mal. Und ich habe gedacht, so jetzt ist wieder der Moment. Ich habe noch Zuckeralternativen, eigentlich noch ganz viele da, aber manchmal will man ja auch richtigen Zucker essen. Ne? Die Zuckeralternativen, Süßstoffe sollte man ja immer nicht so häufig essen. Ja, Kochschinken für Ossock und ich wollte Gelderländer Bauch zum Garen. Also genau, so Zwillingsbauchspeck. Bauchspeck haben. Mhm. Ja. Aber ich dachte, ich bin dein Bauchspeck. Mhm. Und wir wollten auf jeden Fall nochmal die Tage zu Edeka. Da haben wir nämlich Barbecue-Soße, richtig geile, die Edeka Wildheidelbeeren, genau, und den Pancetta-Schinken. Ja. Vielleicht gehen wir die Woche nochmal zum Edeka. Das lohnt sich dann, wenn wir drei Sachen wollen. Zahnpasta ist wirklich komplett leer jetzt bei mir. Also ja, 3,25 eine Tube, aber ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Einmal diese Pasta La Molisana, diese Pasta durch die Bronzeform gegossen mit dieser rauen Oberfläche, da haftet die Soße einfach deutlich besser dran und wir finden es lecker. Einmal diese Farfalle und Spaghetti gab es nicht. Eine Gurke für Gilbert, für die Burger, das passt nämlich gut zusammen. Und Apfelmark, zweimal aus Äpfeln. Ja, Apfelmark. Habe ich fürs Glas mitgekauft. Also war im Angebot für 1,11 €. Und so ein großes Glas für 1,11 € ist schon okay. So ein 700 Gramm Glas, ne? Und das sieht dann ganz hübsch aus. Ich habe genug Gläser. Aber stellt euch mal vor, ich würde mir ein Häuschen kaufen und fange an wirklich so mit DIY-mäßig Vorratshaltung und Einwecken und haltbar machen und sowas, ne? Und dann bräuchte ich theoretisch in der Zukunft schon deutlich mehr Gläser und ich möchte natürlich nicht nur ein einzelnes Glas kaufen, deswegen, dass man kann ja auch diese Gläser weiter benutzen. Deswegen habe ich da zwei Stück mitgenommen, aber ich mag auch Apfelmark. Also kaufe jetzt nichts nur wegen dem Glas und schmeiße den Inhalt weg, also sondern es passt auch ganz gut zusammen, ne? Dann Kloßmasse, Thüringer Art, 67% billiger statt 1,37, 45 Cent. Und ich wollte 10, aber ich kann nicht rechnen, deswegen habe ich 11 Packungen gekauft. Geben Sie mal alle her hier. Das sind wirklich massig viel Kloßteigmasse. Und ja, Kloßteig würden wir ja nie zum vollen Preis kaufen, weil das ist ab und an ist das einfach im Angebot. Boah. Das ist übersatz, das ist das Thumbnail. Oder das andere, was wir geschossen haben im Laden. Ja, das, also man muss da sich auch keine Sorgen machen. Das hält wirklich Monate und Jahre lang im Kühlschrank. Man kann das allerdings auch einfrieren. Und wir mögen ja sehr gern Kloßteigpizza. Und da kann man ja auch allen Belag drauf machen, was man auf eine normale Pizza oder Flammkuchen auch drauf machen würde. Und das schmeckt natürlich kartoffelig und nicht nach Welche Mehl. Welche Art ist das? Thüringer Art. Thüringer Klöße, die hab ich gern. Kennst du das Lied nicht? Ich zeig dir das Lied noch. Jeder, der es kennt, hier jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Das ist einfach zu wild. Und man könnte natürlich auch Klöße draus machen. Ne? Klöße schmecken ja auch gut, aber Kloßteig-Pizza schmeckt mir auch besonders gut. Und ich habe auch nicht das Regal. Also eins haben wir noch drin gelassen im Regal. Ne? Und Hähnchenbrustfilet, Teilstück, ein Kilo für 7,99 € war das im Angebot. Und da hat auch gesagt, so ja, so ein Kilo Hähnchenfilet, das geht schon mal weg, das ist mein Abendbrot. Ne? Also wissen wir jetzt nicht. Letzte hat er frittiert, hat ihm sehr gut geschmeckt. Und mal gucken, was diesmal draus wird. Ja, zum Mittagessen gibt es heute Kartoffeln mit Möhrchen, weil das ist das Gemüse von letzter Woche, was weg muss. Und dann sind wir gespannt. Also Einkaufszettel habe ich nicht so wirklich geschrieben. Wir wollten auf jeden Fall ein paar Sachen haben, dass Gilbert auch abends Burger machen kann. Wir hatten noch ein paar Buns. Wir hatten ja TK-Buns gekauft. Da gibt es noch welche. Ja. Und mit Gurke und eigene Erntetomate aus unserem Hinterhof ist es schon eine gute Mischung. Freut er sich auch. Hat ihm auch gut geschmeckt. Und er mag das halt gerne abends gestern einen Burger zu essen. Genau. Gestern hat er auch einen Burger bekommen. Genau. Ja. Da ist er dann immer sehr, sehr glücklich mit. Deswegen machen wir das voll gerne. Ja, das war unser ganzer Einkauf. Wir sind da ziemlich zufrieden mit, ehrlich gesagt.
Ich finde es auch ausreichend. Das ist, wie gesagt, für 2,5 Personen, weil Gilbert isst ja also eine Mahlzeit immer mit. Also ja. wenn er Hunger hat, so viel isst er ja nicht. Ich muss sagen, ich mag das auch hier mit dem Hähnchenbrustfilet. Da kann ich das wieder portionieren. Vielleicht frittiere ich diese Woche nochmal. Also ich habe ja noch Öl übrig und ja, muss man mal gucken. Oder ich mache mir mal mit, weil wir haben ja noch so viel Kokosmilch, mal so eine mit dem Currypaste, so mit dieser Curry-Chili-Paste, so ein Curry. Hähnchen-Curry-Gericht. Ja, das genau. Hatten wir ewig nicht mehr. Hatte ich eine Zeit lang, habe ich das voll oft gemacht. Ne? Ja, das schmeckt ja auch so geil. Ja. Kann man genießen. Ich denke, die Woche wird es auf jeden Fall noch ein Curry geben. Wird super. Hier ist die Paste, also das haben wir auf dem Chili-Festival. Die ist geil, die schmeckt sehr, sehr gut. Und mit der Kokosmilch ist die dann auch nicht mehr so scharf. Ja, mit Wasser angerührt ist sie schon ein bisschen scharf, aber die Kokosmilch, die nimmt da schon viel weg. Ja, der Kühlschrank ist noch relativ voll. Ne? Da sind auch viele Getränke drin. Ja. Und wir brauchten wirklich nicht so viel. Aber Wasser und Zahnpasta, so die Sachen, die brauchten wir definitiv. Ja, aber stell mal dir vor, man würde ein Haus kaufen. Dann bräuchte man auch einen Getränkekühlschrank. Getränkekühlschrank. Ja. Weißt du, was besonders frech wäre, wenn man ein Haus kauft, was so schon so einen Unterstand so in der Mitte des Grundstücks hat, wo man Strom reinverlegt und dann so einen Gartenkühlschrank mit frischen Getränken hat. Ja, so einen Gartenkühlschrank mit einfach. So, dann machen wir noch so ein, wenn das eventuell Wasseranschluss hätte, könnte man sich auch die Hände waschen, sage ich mal, nach der Gartenarbeit. Und dann hätte man. Eine Grillstation könnte man da vielleicht drin aufbauen. So eine direkte Außenküche oder so. Oh, das wäre schon fresh. Ja, stell dir mal vor. Überdacht auch, dass elektrische Geräte kein Problem sind. So. Ja. Naja, vielleicht. Naja, dann würde Colinas Küche Livestream aus dem Garten. Wir kochen das, für das, euch. Das wäre schon fresh. Aber jetzt müssen wir wirklich aufhören. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, ihr könnt uns gerne abonnieren. Ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Unser neues Häuschen freut sich drüber. Der Gilbert freut sich drüber. Ja, natürlich. Und meisten wir freuen uns alle noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Ciao.